Er sagt, geh mir aus dem Licht raus da! Das ist meine Nahe, verpiss dich! Und der, der jetzt auf die Bühne kommt, sein Name ist Sebastian Ströbel und in der Serie heißt er Markus. Riesenapplaus für Markus Kofler. Sebastian Ströbel kommt zu uns. Oder auch nicht. Ja. Oh. Einen wunderschönen guten Morgen. Big Sucker, das ist ja unglaublich. Du schaust ja noch jünger aus als immer. So wie der aussieht. Servus. Wie immer. Grüß dich. Morgen. Allseits braucht man fast gar kein Mikro. Hallo. Na, ist das Wetter gut heute? Schön, dass ihr da seid. Ich weiß nicht, du hast ja schon alle offiziell willkommen geheißen. Das können wir kannst ja das jederzeit. Ja, wir machen das ein paar Mal. Geht schon, Leute. Ja, immer. Ihr seid gut drauf. Ihr habt eure Handys aufgeladen. Wir haben tatsächlich uns heute viel vorgenommen mit euch. Ich habe mir extra hier, weil ich weiß, dass ich heute zu nichts kommen werde, habe ich mir extra eine Stulle auf die Tasche mitgenommen, damit ihr mal wisst, was wir alles in unseren Taschen drin haben. Also in diesem Sinne könnt ihr euch auf einen tollen Tag mit uns freuen. Wir tun es schon lange, weil wir auch schon lange wissen, dass ihr kommt. Und wir sind mega gespannt, was passieren wird. Und heute Abend wird es auch sehr schön. Wenn ich dich sehe, so wie du angezogen bist, das schaut nach Action aus. Warum bist du eigentlich schon komplett adjustiert? Naja, wenn ich das jetzt schon sage, könnte ich euch von jeder Folge auch schon das Ende erzählen. Aber das wollen wir ja nicht. Seht ihr? Das ist immer das eine. Was passiert? Kommen Katharina und Markus wieder zusammen? Was passiert mit Michi? Oder was passiert? Es bringt ja nichts, wenn ich das jetzt erzähle. Ihr wollt es ja dann trotzdem nicht wissen, oder? Also wenn ich sage, jetzt soll ich euch schon spoilern, was passiert? Also Folge 6 von den Winters. Passt mal auf. Warte mal. Am Ende von Folge 6. Was heißt das? Und wisst ihr was? Das Schlimme ist, dass ich jetzt schon wieder, weil wir so in diesen neuen Folgen drin sind, es ist tatsächlich oft so, dass ich gar nicht mehr weiß, was wir im Winter gemacht haben. So. Bin ich jetzt alt oder bin ich einfach schon so in der Rolle drin? Voll in der Rolle drin. Okay. Das hat nichts mit Alter zu tun. Null. Dann bin ich beruhigt. Wie war dein Sommer? Großartig. Also es war warm. Sommer in den Bergen. Also es war schön warm. Und ich mache ja auch immer den Spaß, dass man vielleicht jetzt in Zukunft immer sagt, oh, ich freue mich so nächste Woche. Ich habe Urlaub in der Ramsau, ich fahre in den Regen. Es soll richtig schlecht werden. Ich freue mich auf 2 Wochen Regen, ne? Also, weil es dann nicht mehr so heiß sein wird, überall da, wo man hinfahren. Also, wenn die Sommerziele nicht mehr nach Sonne, sondern nach Regen ausgesucht. Meiner war wunderschön. Ich habe tatsächlich 2,5 Wochen Urlaub gemacht. Das war sehr schön. Familie hat sich auch gefreut. Ich habe mich wieder vorgestellt, wer ich bin. Und das Blöde ist immer, nach 2 Wochen wissen die Kinder es dann wieder und dann gehe ich wieder. So. Nein, alles war wunderbar und es war eine tolle Zeit. Magst du uns verraten, in welcher Gegend ihr wart? Wart ihr am Meer? Wart ihr in den Bergen? Ich war natürlich hier in der Ramsau. Du warst in der Ramsau? Auch. Okay. Also wo macht man denn sonst Urlaub außer in der Ramsau, oder? Ja, also, sehr gut. Es ist wunderschön hier, aber tatsächlich war ich dieses Jahr auf Sizilien. Das war sehr schön. Kann ich auch, falls ihr mal Ramsau müde seid, was ihr nicht sein werdet. Sizilien ist auch schön. Ich habe gehört, es ist ganz gut, hin und wieder mal ins Ausland zu fahren und auch das Meer zu sehen und vielleicht auch eine Insel zu fahren, so wie du nach Sizilien. Dann kann man hier das Wasser, das man aus der Leitung trinken kann, wieder umso mehr schätzen und auch die frische Luft. Also ich finde das so als Entschlackungsprogramm super. Ich trinke auf Sizilien erstmal ein Glas. Hier nehme ich es dann halt aus der Toilette. Aber guck mal, ich bin schon so gestört vom Film, dass ich immer das Bedürfnis habe, mich ins Licht zu stellen. Das macht mich ganz nervös, dass ich diesen Schatten... Ihr müsst wissen, wenn man als Schauspieler, muss man immer darauf achten, wo ist das Licht, mache ich immer, jetzt mache ich dir hier einen Schatten zum Beispiel, guck mal. Jetzt, das empfindest du jetzt als angenehm, aber ein Schauspieler hasst das. Er sagt, geh mir aus dem Licht raus da! Das ist meine Nahe, verpiss dich! Und ich so, naja, so ist gut. Das machst du doch mit Absicht, das sind die Tricks. Wir können euch das auch mal erklären, ein paar Tricks, wie Schauspieler sich aufführen, also was sie machen können. Das wäre cool, ja. Zum Beispiel, dass man seinen Text viel langsamer sagt. Dann muss man nämlich viel länger, hat man längere Zeit. Ne? Je länger jemand redet, desto länger ist man dann auf jemanden drauf. Man kann anderen Schatten reinmachen, man kann nicht zum Anspielen kommen. Also es gibt viele, viele Tricks, um sich in den Mittelpunkt zu spielen. Ich bin mal gespannt, was die anderen, du kannst es gleich die anderen auch mal fragen, was sie machen. Der Michi hat da bestimmt auch sehr viel. Meinst du wirklich? Also beide, welcher Michi? Pascha
Und der Robert. Michi Dörfler. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ist ja echt ein Horror bei uns mit dem Namen. Ne? Naja, eigentlich überhaupt nicht, weil der Serie heißt Sepia heißt und privat auch. Ja, aber wir sind immer umgedreht. Dann Michi, dann mit Mia. Ja, Mia. Ja. Mia war natürlich leicht, ja. Wenn wir noch den Bergdoktor dazu holen, ja, dann wird es ja noch komplizierter, weil da ja auch nochmal alle irgendwie die gleichen Namen mit uns drüben haben und so. Ihr seht, das ist eine große Familie. So, willst du was fragen? Was hast du heute davor noch gefrühstückt? Bevor du dir das... Moment, in Deutschland sagt man Stulle, egal, bei uns sagt man Weckerl. Ich leide unter Sodbrennen. Oh, kein Kaffee? Doch, eben, das ist ja mein Problem. Ich trinke leidenschaftlich gerne Kaffee. Ja? Ich habe deswegen aber auch, ich trinke eigentlich immer nur diese Bialetti. Darf man das sagen? Ist das eine Marke? Das ist eine Marke. Ne? Aber, also diese Espresso-Kocher, ne? So zum Hoch und dann hole ich mir einen Mokka, ja, genau. Das trinke. Ich bin eigentlich nicht so der große Frühstücker, muss ich sagen. Das ist so mal ganz schön, aber eigentlich trinke ich immer nur Kaffee am Morgen. Das wird jetzt gerade fast ein bisschen wie so ein Bund. Ja, das ist aber super. Ja, wenn ich weiß, dass du das machst. Jetzt habe ich über meinen Sodbrennen, über Stuhlgang. Das ist super. Ich bin der Moderator und die Themen sucht ihr aus. Perfekt. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Aber ihr wisst auf jeden Fall danach alles über mich. Seht ihr? Nur für die Fanwanderung habe ich mir das alles aufgespart. Wir haben hinten einen ganz großen Scheinwerfer. Komm, stellen wir uns wieder ins Licht. Ja. Außerdem ist er da doch um einiges wärmer. Also zwischen Schatten und Licht, was haben wir da? Mindestens 20 Grad Unterschied gefühlt. Es gibt nur Licht und Schatten. Es gibt nichts dazwischen. Also nur Schwarz und Weiß, Licht und Schatten und es gibt nur die Bergretter, oder? Ja. Ja. Hey, immer! Schön, dass ihr da seid. Sebastian, sehr cool. Sollen wir jemanden von deiner Mannschaft heraufholen oder machen wir das Gespräch allein? Das wäre jetzt wegen des Mittelpunkts wäre es. Da hast du recht, aber da ich ein sehr bescheidener Typ bin und eher von der schüchternen Art, holen wir den anderen mal raus. Dann holen wir den herauf, der noch bescheidener ist als du. Die Katharina. Ja, ich würde sagen, die Katharina, die holen wir in der Mitte, damit sie auch in der Mitte stehen kann. Als zweiten holen wir denjenigen, der oftmals in diesem gelben Helikopter drinnen sitzt. Der heißt mit bürgerlichem Künstlernamen, heißt der Robert Lohr. Und in der Serie ist er der Michi. Lieber Michi Dörfler, komm zu uns herauf! Das Outfit ist so cool. Ich liebe deinen One-Suit. Hallo, hallo. Herrlich. Herrlich. Hallo, hallo. Sebastian, wenn du zwei Schritte zu uns kommst, dann stehst du auch in der Sonne. Es ist eigentlich immer ein bisschen affig, dass man sich immer begrüßt auf der Bühne. Also ich absichtlich mich jetzt rausgeholt? Ja, absichtlich nicht. Ja, weil die Luise hinter der Tür gewartet hat. Die hätte schon gewartet. War eine total überrascht. Warum macht der hält sich nicht an die Reihenfolge. Warum hast du mich jetzt gerade? Eigentlich sollte Luise gerade rauskommen. Und den liegt jetzt hinter der Glastür und heult. Warum kommst du eigentlich her? Wer tröstet am besten? Aber es scheint kein Zufall zu sein. Nein, das wird alles gleichzeitig. Früher hieß bist du eigentlich die Nummer 1 oder ich? Kennt ihr die Bands Rio? Die haben hast du dir die Haare gewaschen heute Morgen? Nein, das mache ich eben überhaupt. Ja, du wurdest auch geföhnt in der Maske. Ja, ich habe 5 verschiedene Haarpflegeprodukte. Ich werde euch heute versorgen mit allen Insights. Also ich gehe mir nur noch einmal kurz durch. Und das gibt keine so Frage, die ich nicht beantworte. Warum begrüßt du mich auf der Bühne? Ich habe es doch hinter der Bühne schon gehabt und gesagt. Warum macht man das? Weil ich ein Schleimer bin. Ja. Ich will von deinem Ruhm profitieren. Ja, sehr gut. Yeah. Wir sind wieder da. Michi Dörfler. Ich finde, das ist ein Applaus wert. Sonst noch Fragen? Und wir begrüßen als nächstes mich. Es reicht jetzt auch mal. Michael. Mehr wollen wir von dir gar nicht wissen. Rudi Passa. Nein, das war Spaß! Bleib hinten! Die machen ja nur Blödsinn! Bleib hinten, es war ein Spaß! Du kannst dich noch eine Stunde entspannen, Michael! Ja, weil jetzt ist nämlich der Michi Dörfler dran. Genau, die Stunde gehört dir. Wir haben heute die Wanderung ein bisschen auf Mittag verschoben. Wir werden dann gleich einmal hier einen Würstelwagen vorfahren lassen, damit alle was zum Essen haben. Du, deine Lieblingsroute mit dem Hubschrauber. Wo fliegst du die? Ist das oben am Dachstein? Oder ist das irgendwo ein bisschen Richtung Süd? Och, haben wir heute schon ein paar Mal gehört, gell? Also Richtung Eich, Gröbming oder wo fliegst du am liebsten drüber? Michael,
Michi überlegt. Hast du was dazu zu sagen? Nicht? Also, da ich ja wirklich... Jetzt seid ihr alle gespannt, ne? Da ich ja meinen Beruf sehr ernst nehme und die Texte sehr gut vorbereite, ich gucke eigentlich nie aus dem Fenster, wenn ich fliege. Also insofern ist es mir eigentlich wurscht, wo ich hinfliege. Wenn du fliegst, meinst du? Ja. Wenn du fliegst. Ich fliege überall gerne rum, ist alles schön. Aber am liebsten noch, wenn ich ehrlich bin, also unser Hausberg ist ja der Grimming. Kennt ihr jemanden den Grimming? Ja. Also die meisten Aufnahmen, da fliegen wir meistens da oben rum, um den Grimming rum, oder fliegen wir viel. Aber wirklich schön ist schon die Dachstein, sieht man so. Dachstein zu fliegen. Okay, also, dann gibt es mal der Michi Dörfler und auch der Dachstein, die Südwand, den Applaus fürs und auch der europäische Scout, bitte, ja. Für die richtige Auswahl. Was ist heute das, worauf du dich am meisten freust? Ist das jetzt die Begrüßung, dieses gemeinsame, persönliche, oder war es das Streitgespräch mit dem Sebastian, oder was ist es? Also erstmal muss ich sagen, mit deinen Fans. Also erstmal muss ich sagen, ich finde es wirklich immer wieder total rührend, wie viele Leute hierher kommen. Und es waren ja viele von euch wahrscheinlich neulich beim Nachtdreh da, oder? Wer war alles da? Also einige. Die Hälfte. Und kann ich nur jedes Jahr wieder sagen, wie klein wir hier angefangen haben und dass jetzt so viele Leute hierher kommen zu diesem Fantag oder uns beim Drehen zuzugucken. Das finde ich wunderbar und ansonsten freue ich mich natürlich darauf, mit dem Sebastian den ganzen Tag irgendwie Blödsinn zu reden. Also viel Ernsthaftes wird nicht kommen. Es sei denn, der Thomas stellt mir so ernsthafte Fragen. Heute nicht, aber weißt du was? Ich glaube, die ernsthaften oder auch die guten Antworten, die du dir gedacht hast, die wird jetzt die liebe Luise Beer ins All geben, oder? Also, dann sagen wir mal Danke an den lieben Michi Dörfler. Robert Lohr. Hätte ich mal ein bisschen Testosteron gesagt, die Bühne, ne? Ja. Und jetzt kommt sie. Die Luise Beer als Katharina. Ja! Liebe Katharina, komm zu uns mit Foto und jetzt bist du da. Hallo. Schön, euch zu sehen und danke, dass ihr die Sonne mitgebracht habt. Boah, die Sonne ist jetzt aufgegangen mit dir. Habe ich recht. Ha? Applaus für dich. Liebe Luise. Ich habe ja gestern mit euch mitgelitten, als ich mit dicken Socken unter der Decke auf dem Sofa lag und aus dem Fenster guckte und dachte, meine Maske ihr habt es schön. Genau. Habt ihr es schön am Dachstein? Ihr habt wahrscheinlich gar nichts gesehen da oben in der Wolke, oder? Aber jetzt wisst ihr, wie es uns manchmal auch geht. Wenn aber keine Sorge, das Wetter soll nachher auch wieder schlecht werden. Heute noch was erholt. Luise! So erholt, die Sommerferien gehen schon langsam zu Ende. Wie geht's dir denn? Du bist die Mutter und es gibt auch Schulzeiten in deinem Familienumfeld. Wie geht's dir damit jetzt so? Ja, jetzt fängt der erste Leben an bei uns, weil meine Tochter in die Schule kommt und das ist jetzt eine andere Geschichte. Vorher konnten wir reisen, wann wir wollten. Ihr kennt das bestimmt auch alle. Jetzt muss man halt auf die Schulferien achten. Aber das Schöne ist, dass sich hier zu sein ja immer wie Ferien anfühlt. Deshalb gefühlt ist ja das ganze Jahr Urlaub. Das ist aber richtig cool. Und du hast recht. Absolut. Luise, der Sebastian, der Ingo, du hörst, das gibt dir wahnsinnig viel Freiheiten für den nächsten Drehplan. Ja? Ich weiß nicht, ja, und vor allem für die Gage, wenn es hier Urlaub ist. Also für mich ist es Arbeit. Ich weiß, für die Kollegen das hier. Für mich ist es Arbeit und ich soll auch ordentlich bezahlt werden. Also wenn du es umsonst machen willst. Ingo, wo bist du? Ah, der ist schon wieder weg, alles klar. Ja. Der Sebastian war heuer in Sizilien und in Ramsau auf Urlaub. Der liebe Robert hat uns noch nicht verraten, wo er auf Urlaub war heuer. Und er hat gesagt, er fliegt gerne um einen Dachstein und um ein Grimming herum. Aber wo warst du auf Urlaub? Hast du Zeit genutzt? Also ich war mit meinen erwachsenen Kindern in Freiburg und in Straßburg. Das klingt jetzt komisch, aber da gibt es wahnsinnig guten Wein. Da gibt es ja auch so eine Weinroute. Also das habe ich gemacht. Ich dachte, du trinkst keinen Wein mehr. Du bist doch jetzt nur noch so bla. Tee mit Blubber. Ja, also jeder versucht ja von der Flasche wegzukommen. Wenn wir versuchen das jeden Abend. Und wir wissen beide, wie es endet.
Jeden Abend. Aber wir probieren das mit dem Blau. Ja. Luise, verrat uns, was ist Blau? Ist das jetzt Schleichwerbung, wenn ich das verrate? Ich fürchte, ja. Okay, na, na, na. Du kriegst ja Geld dafür. Ja. Und du warst auch auf Urlaub? Lass uns wissen, wo du hingefahren bist. Also. Ramsau wahrscheinlich schon auch, oder? Wir gehen vom Sommerurlaub. Ne? Jetzt mal, jetzt genau, vom Sommerurlaub. Genau, genau. Ich bin tatsächlich ein bisschen länger hier geblieben, weil wir während der Drehzeit natürlich nicht dazu kommen, so oft wandern zu gehen. Und bin erst mal ein bisschen in den Bergen rumgewandert und bin dann an die Côte d'Azur gefahren und habe das Meer noch in Übergang gehängt. Wow, Côte d'Azur, die ist ja relativ lang. Wo seid ihr da gewesen? Saint-Tropez oder? Nein, wir waren in der Nähe von Nizza, weil wir leider den Flughafen brauchten, weil wir alle mal wieder zur Arbeit flüchten mussten. So viel zum Urlaub. Nähe von Nizza zum Baden mit der ganzen Family? Zu wie viel wart ihr? Nizza hat ja, ich weiß nicht, wer sich ein bisschen an der Côte d'Azur auskennt. Da sind eher Steinstrände. Man muss da noch ein bisschen weiterfahren, dann kommen die schöneren Strände. Und wir waren mit Freunden einfach unterwegs und das Spannende ist ja, wenn man sich lange nicht sieht und sich viel zu erzählen hat, ist das Sightseeing etwas kurz gekommen. Wir waren einfach froh, dass wir uns alle haben. Schöne Zeit an der Côte d'Azur, die Luise Beer. Jetzt kriegt sie mal einen Urlaubsapplaus. Müsst ihr euch denn alle Urlaub nehmen, um hierher zu kommen? Ja. Danke. Ich möchte mal, jetzt kriegen Sie von uns einmal retour einen Urlaubsapplaus. Schön, dass ihr alle da seid, wirklich ganz toll. Für den heutigen Tag, wenn es dann zum Autogramme schreiben geht, ist es auch für dich ein Highlight, dass du mit deinen Fans direkt in Kontakt kommen kannst? Total, ich freue mich vor allen Dingen, ich habe schon wieder ganz viele bekannte Gesichter gesehen. Und das ist ja so schön, dass man immer sagen kann, genau, alle Jahre wieder. Und deshalb freue ich mich auf nachher. Habt ihr eigentlich, Entschuldigung, jetzt muss ich die Fans fragen, lasst ihr euch eigentlich auch das Datum draufschreiben, damit ihr das chronologisch unter den Fans und eure Fan macht? Schon, oder? Und wie schauen die Fotos aus? Sind das immer die gleichen oder kriegt man da mit, dass die Luise jedes Jahr jünger wird? Dass ich jünger werde? Ja, du ja, sowieso. Entschuldigung. Sag, wie meinst du? Aber, ich meine, wir als Männer werden sowieso immer jünger. Ja? Also, keine Frage, ja? Und die Damen? Natürlich auch. Das ist eh klar. Habt ihr eigentlich jedes Jahr neue Fan-Autogrammkarten? Also ich muss gestehen, Ingo oder ZDF, ja, hört ihr zu, wir brauchen mal wieder neue Karten. Genau. Ich schäme mich dafür, dass ich euch heute dieses Jahr wieder das... Ich habe eine neue, könnt ihr euch freuen. Da könnt ihr euch freuen. Alter Schwede, das hat überhaupt... Wir sind alle mit den alten Dingern da. Ich habe eine extra Straßenkarte. Der so eine Karikatur zeichnet. Ja, bei dir muss das halt wieder angepasst werden, weißt du? Die Haarfarbe hat nicht mehr gestimmt. Wer antwortet am lautesten auf die Frage an die Luise? Herr Robert, oder? Kann nicht anders sein. Luise, du hast aber noch zwei weitere Darsteller an deiner Seite, mit denen du im Team spielst. Wer fehlt denn jetzt bei uns auf der Bühne? Wen sollen wir noch heraufholen? Ich finde, es reicht, oder? Robert weiß die Antwort. Oder? Robert weiß die Antwort. Oder? Robert weiß die Antwort. Michi Bascher und Ferdinand Seebacher. Morgen! Als Rudi-Dole-Zahl und als Seebacher. Entschuldigung, wir haben Zeit, wir sind auf Urlaub. Hat einer mein Mikro ausgemacht? Nee, das war nur ein Test. Du hast nur testen. Nee, ich hatte gerade den Eindruck, die drehen mich schon ab. Und deswegen war nur ein Test. Bleib mal da vorne stehen. Aber es läuft, es geht noch, Sebastian. Mein Mikro geht noch. Hallo? Hallo? Hallo, Test. 1, 2. Ihr seid jetzt dran. Ja, okay. Rudi, warum heißt der noch Rolle? Ja nicht, weil du ja warum heißt der noch Rolle Plattner mit Nachnamen? Das ist eine platte Frage. Alles wissen wir doch, oder? Als aufmerksamer Bergrettungsschauer, nein, und weil ich deine Oma gekannt habe. Ja, ist das, das ja, erzähl nochmal. Es gibt jetzt noch mehr erzählen, ich glaube, ja. Die meisten will jetzt nicht mit dieser Geschichte langweilen. Die ist schon 10-mal durchgekauft. Meine Großmutter hieß so. Die hat mich zu diesem nicht Simon, Beruf sondern gebracht, sondern Plattner. Sie ist nicht Simon, sondern Plattner. Hat mich zu diesem Beruf gebracht und als Hommage an sie heißt halt meine Figur Simon Plattner. So, Kurzversion. Das war wirklich die Kurzversion. Und seine Oma, die war so eine coole Frau. Ich habe sie kennengelernt, ich habe sie selber auch gekannt. Ich habe bei ihr in der Küche sogar schon Kaffee getrunken und ein Glasmarschmittel gegessen.
Ja, ja, ja. Da gab es das Haus noch unten in der Sojonstraße. Hallo, Opa? Aber ich hatte es auch, zu mir. Simon Plattner, genau. Und der Rudi Dolezal. Rudi, jetzt frage ich dir mal was Persönliches. Wie war dein Sommer und wo bist du gewesen? Ich war eigentlich nur daheim und hier am Dreh. Einmal eine Woche in Paris, aber sonst immer arbeiten. Du wohnst in Paris? Also Rudi, du bezahlst, ja. Wo bist du zu Hause? Nein, in der Gegend um... In Wien. Um Wien, ja genau. Und hast du auf der Donauinsel Urlaub gemacht oder wo warst du? Im Gänsehäufel? Im Kaiserbad. Im Kaiserbad. Also, altehrwürdiges Bad. Rudi, du macht Urlaub im Kaiserbad. Ja, war schön. Ist das nicht im Baden unten? Ah, ich war einfach an der Donauinsel und... Nein, die Donauinsel, das ist das Kaiserbad. Bei Wien ist das Kaiserbad. Das ist das Kaiserbad. Deine Einsätze jetzt über den Sommer und auch für die kommenden Folgen. Wie schaut es aus? In welche Richtung geht das? Ja, da darf man noch nicht zu viel verraten. Vielleicht die einen oder anderen von euch haben es ja vielleicht vorgestern, wenn sie da gestanden sind, schon ein bisschen mitgekriegt. Es muss halt unter uns bleiben, ja? Also Kameras an, laufen die Kameras. Jetzt erzähl, worum geht's in der Staffel? Aber davon wissen. Ja, genau. Wie viele von euch machen denn momentan gerade einen Facebook-Livestream oder einen YouTube-Livestream? Das wird der erste sein, den ihr privat mit 1 Million Klicks haben werdet. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt, ja genau. Also ungefähr. Das heißt, dein Sommer war entspannend? Genau, relativ unspektakulär. Ja, geht gut dahin. Ja. Du wirkst aber auch total entspannt. Na, der Winter ist eigentlich mein Sommer, aber da haben wir frei. Das musst du mir jetzt erklären, das war mir jetzt zu schnell. Im Sommer sind wir immer hier und drehen und im Winter haben wir frei, da können wir wegfahren. Sehr gut. Und du hast schon Pläne oder machst du das dann schon? Ja, bisher. Ja. Lass dir doch jetzt nicht alles aus der Nase. Ja, ich will gerne hören, das warm ist. Erzähl doch mal was, du mundfauler Depp. Du darfst auch lügen, Hauptsache es ist unterhaltsam. Also, wo fährst du hin? Ich würde gerne nach New York fahren und dann vielleicht an die Westküste dann noch so ein bisschen mal woanders hin. Nimm mich mit! Moment, jetzt nochmal New York, oder? New York und L.A. wären cool, ja. Okay, komm mit, ja? Das ist eine gute Kombi. Wir gehen nach Schreudet. Die ganze Band macht aber den Ausflug. Ja, das ist nett, weil New York hast du, wenn du in der Winterzeit einkaufen gehst, im Dezember hast du Kälte und in L.A. ist es dann gleich mal warm. Genau, das wäre eine gute Kombi. Ja, gute Kombi. Und Ferdinand, wie schaut es bei dir aus? Wie hast du eigentlich deinen Sommer verbracht? Bist du weg gewesen und jetzt wieder in die Heimat zurückgekommen? Oder wie ja, also ich bin jetzt schon auch relativ viel hier, ganz klar. Nicht nur beruflich, sondern auch privat, weil ich meine Familie hier habe. Das heißt, wenn ich hierher komme, ist es auch Urlaub und Ferien. Glauben Sie wieder die zweite Runde? Also, weil die Mama kocht, oder was? Ja, genau, weil die Mama kocht. Und sonst war ich im Süden unterwegs, seit langem mal wieder auf Griechenland, schön im Meer geschwommen und Leben genossen. Ja, genau, zwischendrin. So, das war mein Sommer. Kurz und knackig. Ja, weil. Und in Wien ist ja auch eine Stadt, die man durchaus genießen kann als Urlaub. Also, wenn ihr noch nie in Wien wart, dann macht es mal, es ist eine Stadt, die unbedingt sehenswert ist. Ja, ist ein Tagesausflug von der Ramsau. Also, in der Früh hin, am Abend zurück und dann. Michi, hast du einen Shopping-Tipp eigentlich? Hast du einen Shopping-Tipp für Wien? In Wien jetzt, oder was? Ja, könnt ihr gerne bei mir im Laden vorbeischauen. Auf einen Besuch. Und wenn ihr was aus den 80ern habt, so einen alten Trainingsanzug oder so, könnt ihr mir da auch ein Foto schicken auf Instagram. Er zahlt einen Haufen Geld. Immer das Doppelte von dem, was andere zahlen. Genau. Wolf mich! Ich glaube, es wird Zeit für ein richtig cooles Foto. Ihr steht da so fesch gekampelt, seid ihr alle bereit? Ist es Zeit für ein Foto? Ja!